Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 6. Wir haben in der letzten Folge etwas ganz Tolles herausgefunden. Es gibt hier eine alte Hütte. Wir haben den Schlüssel. Befreien wir nun den Dorfältesten. Okay, wo wir einfach den Schlüssel haben. Ja, warum auch nicht? Jawohl. Ich meine, alles klar. Wir haben es ein bisschen übertrieben. Wir müssen gar nicht diese ganzen lächerlichen Banditen platt machen, die hier hinten das gesamte Gebiet blockieren. Anscheinend ist das total unwichtig. Naja, aber nichtsdestotrotz, wenn wir schon hier sind, dann werden die ja auch ganz schnell einfach mal platt gemacht. So, Markus lockt die mal weg hier. Okay. So, auf geht's in die Schlacht. Ja, nehmt das, ihr lächerlichen Vandalen. So, hier. Alles platt machen, bitteschön. Oh, Markus. Ach nein. Markus hätte ich doch noch gebraucht. Markus wäre noch ganz geil gewesen, wenn wir den jetzt noch hier gehabt hätten. Naja, gut. So, hier sind noch ein paar lächerliche andere Typen. Ihr schnappt euch das Zelt. Ihr schnappt euch das Zelt. Ihr schnappt euch das Zelt. Und reicht das? Ja, okay. Ihr schnappt euch das Zelt da. Stürmt los! Wir haben ein Territorium eingenommen. Okay. Und dann müssen wir nur noch dieses Banditenlager hier komplett zerlegen. Schon unterwegs. Ja, Markus, das war jetzt nicht die beste Sache hier. Das war jetzt nicht der kühnste Moment von dir, ne? Was haben wir denn hier eigentlich? Wow. 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 Nochmal zwei riesige Ruinen, nochmal eine riesige Eisenmine. Nochmal ein Steinbruch. Nochmal ein Steinbruch. Ist ja Wahnsinn. Das ist ordentlich. So, dann heißt es ja eigentlich nur noch diese Gebiete hier einnehmen. Und danach gibt es hier oben noch ein Gebiet, was wir noch nicht haben. Und das Gebiet, das können wir uns eigentlich auch noch holen. Ja, das kommt dann später irgendwann noch. So, das ist ja sehr idyllisch hier, ne? Muss ich sagen. Das ist ein sehr gemütliches Gebiet. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, wir können uns eigentlich noch, wenn wir Lust haben, eigentlich noch eine richtig schöne Stadtmauer bauen. Ich weiß nur nicht, wo ich die hinbauen soll, weil ich alles zugepflastert habe mit irgendwelchen Häusern. Da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr reinpflastern. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Ja, na gut, aber guck mal, hier unten haben wir noch einen Steinbruch. Und ich kann auch eigentlich hier mal so ein paar einfach... Aber hier so, die Außenposten könnte ich mal ausbauen, ne? Komm, gönnen wir uns doch mal was. Ein paar Außenposten ausbauen. Und zum Beispiel hier ein schönes... Ja, hier können wir eine schöne Mauer hinbauen oder so vielleicht. Ja, so bauen wir hier mal eine Mauer hin. Zack. Da eine Mauer hin und noch da eine Mauer. Mal sehen, ob das überhaupt gut geht, weil die kommen wahrscheinlich wieder aus einer ganz anderen Richtung. Markus, der weiß, welchen Weg er nehmen muss. Der ist da schlau genug, aber die laufen irgendwie... Ach so, nee, das sind die für die Außenposten. Okay, das sind nochmal andere Leute. Ah, okay, hier laufen die Leute lang. Oh, ich glaube, die nehmen jetzt tatsächlich die Steinstraße. Oh, das wäre natürlich sehr charmant. Das wäre natürlich sehr charmant. Okay, das finde ich gut. Ja, zack. Dann nutzen wir das auch mal direkt hier, ne? So. Wir haben ein Territorium eingenommen. Sehr gut. Haben wir das. Sehr schön. Dann bauen wir auch hier ein Tor hin. So, mal gucken, wo die dann da langlaufen. Ich möchte einfach das Ganze jetzt ein bisschen schöner machen und ein bisschen, ja, ein bisschen das Ganze einbasteln. So, jetzt haben wir aber nicht mehr genügend Gold. 1000 Gold bräuchten wir. 1000 Gold. Okay, so viel habe ich nicht. Jetzt habe ich doch ein bisschen zu viel Gold verplempert. So, was haben wir hier? 200 Gold und nochmal 150. Naja, ist ja ein bisschen was.
Ist ja ein bisschen was. Wie viel kriegen wir denn hier jetzt an Gold dann? Müsste auch bald wieder die nächste... Oh ja, die kommen hier gerade wieder mit Steuern. Ja, ich glaube, da kriegen wir doch ganz gut was. Ich glaube, da kriegen wir ganz gut was weg. Mal sehen. So. 1000 brauchen wir, nicht? 1000. Das sollte man noch hinkriegen. 691. Die müssen jetzt halt erstmal auch hier rumreiten und dann das Geld holen. Ja, jetzt tragen sie schon ein bisschen was zusammen. 791. Noch 200. Ah, noch 150. Na, das haben wir doch bald. Ey, was? Wie? Hey, was soll das denn da? Das war jetzt aber nicht so geplant. Plötzlich der Sold abgezogen. Okay. Irgendwelche dummen Trottel sind da lang gelaufen. Ja, okay. Sehr gut. Die sind zu doof. Die sind zu blöd. Die machen irgendwelche total unsinnigen Aktionen da und sie werden dann natürlich aufgerieben. Ja, haben sie Pech gehabt. Sind seit gestorben. Ist nicht mein Problem, wenn sie da langlaufen. Ich meine, das ist auch die Logik. Wer ist so blöd und läuft durch Feindesgebiet? Wer macht sowas? Warum macht man sowas? Das ist total unsinnig. Das ist total unsinnig. Niemand tut sowas. Niemand. Ja, gut. Was machen wir mit unseren Einheiten? Die ziehen wir am besten hier erstmal zurück, weil ich denke mal, am ehesten werden wir sie irgendwo hier brauchen, bei uns zu Hause in der Heimbasis. Und nicht irgendwo hier hinten. Ich glaube, das können wir relativ entspannt so verstreichen lassen, ne? So, hier bauen wir nochmal, bauen wir so die Mauer und bauen wir so die Mauer. Und ich baue auch hier nochmal eine Mauer. Ja, wir haben es ja. Ah, nach hier kann ich gar keine Mauer bauen. Das ist ja toll. Nee, dann nicht. Dann nicht. Muss ja nicht sein. Ich meine, es reicht ja auch so. Wir sind auch so gesichert genug, oder? Na gut, komm. Machen wir hier nochmal einen. Warte mal. So muss das. Aber das ist halt auch ganz schön steil hier, ne? Das ist ein ganz schön steiles Gelände. Na gut, Markus macht jetzt erstmal hier den Käfig auf. Und dann schauen wir mal, was die dann sagen. Meine Güte, ist das eine lange Mission auch. Geschafft. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Wo ist der Priester? Alles klar. Wir danken euch, dass ihr da ist er. Befreit habt. Oh. Wir erwarten seine sehnlichst. Wir wollen hören, was er zu berichten hat. Okay. Jawohl. Dann hoffen wir mal, dass wir seine Ankunft nicht hinauszögern und vor allem, dass wir ihn auch beschützen können. Ei. Ich denke, das kriegen wir hin, ne? Schon unterwegs. Ja, das kriegen wir hin. Wir gehen aber mal mit Markus hier hin. Das ist ja nur ein kurzer Weg. Der läuft hier ganz gemütlich seinen Weg und wird bald ankommen. Und dann ist er glücklich. So, haben wir eigentlich hier alles soweit ausgebaut? Ich glaube schon. Ich glaube, hier ist soweit alles gut. Ja, also Arzneimittel gehen tatsächlich auch immer noch ab und zu mal weg. Es gibt tatsächlich Leute, die immer noch Arzneimittel haben wollen. Das überrascht mich tatsächlich. Finde ich schon krass, dass es doch so viele Leute gibt, die Arzneien brauchen. Dass hier doch so viele Leute krank sind im Moment. So, wir brauchen noch 18 Gebäude, die komplett amüsiert sind. Aus. Hat keiner mehr Banner? Doch, Banner werden immer noch gebraucht. Banner werden immer noch gebraucht, aber Eisen ist anscheinend auch ein Problem. Ja gut, hier hinten haben wir noch fast gar nichts. Okay. Minenarbeiter findet fast kein Eisen mehr. Ja gut. Ich kann aber ja auch nichts dafür. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich meine, ich hätte hier hinten natürlich nochmal was tun können, aber warum? Was soll ich denn da machen? Ist ja alles erstmal entspannt. So. Wo ist der Werte her? Alles klar. Auf euren Befehl. Müsste eigentlich gleich angekommen sein, der Opi, ne? Da ist er. Das ist er. Das ist er doch bestimmt. Ne, ist er nicht gewesen. Das war wer anders. Ich habe ihn verloren. Wo kommt er denn? Hallo? Da müsste er jetzt so langsam schon mal da sein, ne? Ich meine, so lange kann er eigentlich nicht brauchen. Max stand jetzt auch eine halbe Ewigkeit rum. Die sehen auch alle gleich aus. Meine Güte.
Nee, die sehen nicht gleich aus. Wo ist der Opi? Der Opi ist weg. Ich lasse die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Einmal um zu sehen, ob... Ah! Ha, okay. Ja. Die Ältesten wussten, dass es hier schon immer Katastrophen gegeben hat. Deshalb ließ Kana sie allerorts entführen. Wir brechen sofort die Verbindung zu ihrem Handlanger Prapart ab. Ja, mach das. Aber sofort. Wenn unser Dorfältester nun wieder unter uns weilt, wollen wir ihm ein Fest bereiten. Klar. Liefert uns Met. Wir werden uns erkennen. Macht mal eine fette Party. Gut, dass wir so viel Met auf Lager haben. Schon bald gehen Täler in Marsch zu setzen. Mhm, okay. Ich verfüge auch über Rohstoffe. Eindringlinge, ihr wollt mich stürzen, indem ihr meine Untertanen gegen mich aufbringt. Doch ihr werdet kläglich scheitern. Mein Heer wird zum Ruhme der göttlichen Kana jeden Widerstand in Täler und Hidun brechen. Wie ja, ja, wünscht. Mach du mal. Die Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Wir haben neue Hoffnung, uns aus der Knechtschaft befreien zu können. Aber Prapart würde uns Hunger leiden lassen, denn wir haben keine eigene Nahrungsvorräte. Bitte schickt uns Verpflegung und wir sagen uns von ihm los. Tja, klar. Ich hab so viel Käsereien habe ich doch gar nicht. Ich brauche noch eine Käserei erstmal, damit ich hier so viele. Damit ich hier so viel Käse produzieren kann. Das dauert ja noch ein bisschen. Ach du heiliger Strohsack, das ist ja, das ist halt 20 Käse, wo soll ich die denn hernehmen? Hallo, geht nicht alles so einfach. So, wir haben jetzt erstmal eine ganze Menge Soldaten. Wenn ihr irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwas Lächerliches von uns zu wollen, dann werden wir dem mal zeigen, wo der Hammer hängt. So, und hier ist es schon wieder ziemlich voll. Können wir jetzt Holz verkaufen? Ja, oh, ja. Hier, können wir auch ein bisschen. Oh, geil. Ja, zack. Nehmt. Kauft. Kauft alles. Ich meine, es ist zwar nicht viel Geld, aber immerhin. Ein bisschen was kriegen wir. Bisschen Geld kriegen wir. So, und wir kriegen auch. Wir haben ja auch genügend Milch, dass wir echt diese ganzen Käsereien hier versorgen können. Da sind 9 Käse drin. Irgendwo anders ist auch noch eine Käserei. Irgendwo hier unten, glaube ich, ne? Oder hier auf dem Weg. Ja, hier unten. Ja, da gibt es 7 Käse im Moment drin. Das heißt, wir haben die 20 eigentlich schon bald zusammen. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis hier der nette Käser dann seine Arbeit aufgenommen hat und die hier ihre Rohstoffe soweit zur Verfügung haben. So, 34 von 72 Frauen. Ey, da geht noch was. Da geht doch noch was. Sobald wir den Käse losgeschickt haben, wird hier... Wow, wir haben jetzt echt schon bald 20 Käse. Wie viel haben wir jetzt? 19. Ah, das ging fix. Das ging sehr fix. Das ging sehr fix. Das heißt, die hier sind schon auf 9 von 9, genau. Und die hier sind auf 1 von 9. Aber da wird gleich... Ah, sehr schön. Na, das ist doch toll. Hier, 20 Käse wollt ihr haben. Das ist ja das andere Dorf. Das ist ja das Dorf hier, ne? Ja, gut. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. So, dann nehmt mal hin da. Ein Karren wurde ausgesandt. Nehmt mal hin und dann seid ihr glücklich bestimmt. So, wir können jetzt uns, Verstanden. Ach, da. Oh. Ach, so. Hol doch noch mal ein bisschen Eisen. Hier können wir jetzt einen Handelsposten bauen. Okay. Dann macht das mal. Dann bauen wir halt da einen Handelsposten. Das ist doch auch schön. Hä, und wer ist das? Grün. Dunkelgrün. Ach, das sind die hier oben? Oder sind das die jetzt hier? Nee, das sind doch die hier, ne? Oder, ach, war das von dem? War der hier eingesperrt? War das der alte Opi? Der war gar nicht hier, oder wie? Es ist mir alles zu verwirrend. Es ist mir alles zu wirr. Keine Ahnung, wo das alles herkommt. Und es ist mir auch alles ein bisschen wild.
Das ist alles ein bisschen zu wild für mich. So, wir bauen einfach hier eine Eisenmine hin. Zack. Und ein Steinbruch. Wir haben es ja. Wir haben es ja dicke. Wir können uns auch einen Steinbruch noch leisten. So, und hier bauen wir dann natürlich noch eine schöne Mauer hin. Naja, vielleicht. Ja. Naja. Nicht die Regenzeit! Nein! Nein, das kann denn auch jetzt nicht wahr sein. Das brauche ich doch jetzt überhaupt nicht. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, da kommen wir doch aber nie hin. Das ist. Sofort. Da kommen wir doch niemals hin. Jawohl. Ach du heiliger Strohsack. Ja, da müssen wir erstmal ein bisschen warten. So. Ja, der ist jetzt auf dem Weg. Ach, der geht tatsächlich zu dem anderen hier, ne? Wow, 1000. Oh, mein Gott, ey. So. Ja, die gehen jetzt, die sind tatsächlich auf dem Weg dahin, zu dem Dorf hier. Okay. Wieso sind die denn, werden die uns jetzt nicht mehr angezeigt hier? Danke. Dies genügt, um uns vorerst vor einer Hungersnot zu bewahren. Sehr gut. Wir sind guter Hoffnung, dass wir ohne Papazans Nahrung zurechtkommen werden. Mhm. Wir werden Prantos nicht stützen. Aber wir brauchen eure Hilfe. Um unsere Versorgung zu sichern, müsst ihr eine Straße aus Stein nach Forsvapur bauen. Sie wird der Regenzeit trotzen. Aha. Komplett? Oder wie? Das kriege ich nicht komplett hin. Wie soll ich das denn machen? Ich meine, ja, mehr oder weniger komplett kriege ich es hin. Aber... So. Aber das reicht ja nicht. Das ist ja noch nicht alles. Das ist ja nur jetzt irgendwie so für den größten Bereich hier, ne? So, da, ja, weil hier nämlich das blöde Kornfeld im Weg ist. Aber weißt du was? Das reißen wir jetzt mal ab hier. So. Ah! So, hier. Zu viele Wege. Okay. Meine Güte, ey. Wieso geht das hier auch nicht? Ihr wollt mich doch verkohlen. Und mich doch verkackeiern. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So. Zack. Ist das jetzt schön? Ich weiß nicht. Ist das jetzt schön oder ist das immer noch nicht schön? Muss das durchgängig sein? Wahrscheinlich ganz durchgängig. Kriegen wir immer noch nicht hin. Leco mio, ey. Verdammt. Hier sind zu viele Sachen im Weg. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Was ist das hier? Bäckerei. Tschüss, arme Bäckerei. Tut mir leid. Haben wir überhaupt... Ja, wir haben Getreide. Ja, okay. Ja, gut, wir haben Getreide. Dann bauen wir eine neue Bäckerei. Das ist doch mir, der ist mir doch egal. Bauen wir eine neue Bäckerei. Hier, um die Ecke. Bauen wir hier ein neues Reisfeld. Reisfeld hin. Ja, neues Feld hin. Und dann den Weg. Zack. Eure Lieferungen werden nun sicher und schnell zu uns gelangen. Perfekt. Wo wollt ihr hin? Ich werde etwas bauen. Ach so, die können nicht. Ein Handelsposten wird uns die regelmäßige Versorgung ermöglichen. Bitte errichtet einen solchen Posten in unserem Dorf. Na klar. Machen wir doch gerne. Da bin ich doch stets drum bemüht, dass das alles einen guten Effekt hier hat. So. Die Regenzeit ist vorüber. Aha, die Regenzeit ist vorüber. Dann bauen wir hier unten mal... einen Posten hin. Und dann können wir hier rüber gehen. Wie ihr wünscht. Und bauen hier den Handelsplatz. Okay, nice. Ja, der Handelsposten kann hier ja noch nicht gebaut werden, leider. Okay, aber es sieht sonst ganz schick aus. Wir sind jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es fehlen tatsächlich jetzt ein paar Arzneimittel. Sind aber noch genug da. Alles noch gut. Alles noch super. Ja gut, hier fehlt natürlich was. Und hier ist aber tatsächlich ganz schön. Das gefällt mir. Wolle können wir kaufen. Ja, eigentlich sollte ich vielleicht auch gar nicht so viel kaufen, ne? Ich meine, es ist ja nicht so viel Geld, was wir kriegen. Doch, wir kriegen da 10 Geld. Woher kriegen wir 10 Gold?
Nochmal 10 Gold? Keine Ahnung, wo kriegen wir das Gold her? Okay, hier sind jetzt die ganzen Arbeiter. Die freuen sich alle, machen Party. Klar. Ist ja klar. 20 Brote. Ha! Ist ja klar. So viel habe ich doch nicht. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Sehr gut. Lass uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Einem engen Handel steht nun nichts mehr im Weg. Mögen unsere Güter euch dabei helfen, Brabant zu besiegen. Seid euch unserer Unterstützung gewiss. Ein Karren wurde ausgesandt. Hier, Tauschhandel. Wir kriegen ein paar Musikinstrumente. Das ist geil. Das ist sehr gut. Ist halt leider... Ja, dafür brauchen wir eine ganze Menge Honig, den wir jetzt natürlich verkauft haben. Aber na gut. So, wir haben noch 14 Minuten, um das hier zu machen. Ja Gott, das kriegen wir ja wohl hin. Ne? Das werden wir wohl hinkriegen, in der Zeit genügend Brote zu backen. Das sollte machbar sein. So, der Handelsposten wird auch gebaut. Und ich denke, beim nächsten Mal sind wir wahrscheinlich echt schon so weit. Oh, wir können auch Kühe kaufen. Naja, brauchen wir nicht. Wozu braucht man Kühe? Der Tauschhandel, das wird episch. Das wird ziemlich geil. Und dann kriegen wir hier tatsächlich so ein paar Musikgeschichten. Ja, Unterhaltungsqualität steigert den Ruf der Stadt. Finde ich sehr geil. Ich meine, das kann man immer mal mitnehmen. Ja, warum nicht? Und ansonsten sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben aber trotzdem erst 22 von 30 Gebäuden, die komplett verschönert sind. Ja, da fehlen tatsächlich noch ein paar Sachen im einen oder anderen Gebäude. Aber das kommt alles noch. Das kommt schon noch mit der Zeit. Keine Angst. Jo. Schauen wir mal, was da passiert. Erstmal ist unser Ruf richtig, richtig gut. Erstaunlich, finde ich echt erstaunlich. Dass der Ruf wirklich so stark ist. Und wir sollten die Folge beenden, fällt mir auch ein. Ja, wir haben 16 Brote, das ist ganz schön, das ist schon mal eine sehr gute Zahl. Und wir haben einen Handelsposten. Und da nehmen wir natürlich... Milch für, ist ja wohl klar. Wenn ihr uns über den Handelsposten mit Nahrung versorgt, wollen wir euch mit allem, was wir anzubieten haben. Sehr gut. Wie ich sehe, habt ihr die Siedler für euch eigentlich wollte ich jetzt nicht weiter quatschen. Ja, ja. Doch, das wird euch nicht weiterhelfen. Die Aufrüstung meines Heeres hing nie entscheidend von ihrer Unterstützung ab. Ist ja schön. Brabant unterschätzt die Wichtigkeit, seine Stadt mit Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Dies könnte uns eine unerwartete Chance bieten. Die Siedler Brabantstrans werden diese Entbehrungen nicht auf Dauer hinnehmen. Ja. Nur einen guten Ruf bei unseren Nachbarn vernommen. Wir laden euch ein, mit uns Handel zu treiben. Na Mensch. Steinmetz fehlt es an Stein. Sehr gut, der Steinmetz braucht Stein und wir brauchen eine Pause. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Und dann denke ich, dass wir auch schon fast so weit sind, dass die Mission dem Ende entgegengeht. Ich glaube, wir haben es so gut wie geschafft. Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden als nächstes das nächste Dorf aufsuchen. Und dann haben wir 3 Handelspartner bald und dann sind wir sehr glücklich, denke ich. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.